Hallihallo zu einer neuen Folge Unplugged. Ich bin Kim und jetzt geht's los. Ich habe mir einen Gast eingeladen und zwar ist das Eike Witz. Wer Eike noch nicht kennt, der kann sich jetzt einen kleinen Eindruck machen, denn Eike war bei The Voice of Germany 2015 und da haben wir einen klitzkleinen Ausschnitt und den schauen wir uns jetzt mal an. Mit weißen Haaren und dickem Bauch. Eike, schön, dass du da bist. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Ne? Ja, möchtest du vielleicht was trinken? Wir haben hier Flamingo-Brause, Entenbrause und Schnurrbart-Brause. Ich glaube, dann nehme ich hier das Entengesicht. The Voice of Germany, Finale. Ja. Wie war's? Aufregend. Ich habe von Anfang an überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich überhaupt ins Finale komme. Was hat sich denn so seitdem verändert? Ich stelle mir das jetzt so vor, die ganzen Mädchen kommen schreiend auf dich zu und rennen dich um. Es hat sich so nicht geändert, außer dass mich ganz viele Leute mal sehr verquer auf der Straße angucken. Also Jamie Lee war ja auch wahrscheinlich nicht so easy gegen die anzusingen, sag ich mal so. Wie ist denn das eigentlich? Habt ihr da jetzt so noch Kontakt? Ist das so, dass man sich dann so näher kommt und dass man dann sagt, oh, wir sind jetzt eine Family und wir kennen uns jetzt für ewig? Bei Jamie ist es tatsächlich so, ist halt so ein bisschen gefühlt wie meine kleine Schwester gewesen. Wir haben immer noch Kontakt und jeder macht halt das, was er mit den Möglichkeiten machen kann. Du hast doch bestimmt auch musikalische Vorbilder. Ja, ich finde zum Beispiel Bosse unfassbar in dem, was er schreibt. Auch ein sehr guter Musiker. Ja, auch Andreas Burani. Kommt ja auch gerade, also ja. Hast die Welle gut mitgenommen. Ja, sagen, ja, ne? Komm, wenn dann. Ja, ich finde, es ist jetzt Zeit für ein Blitzinterview. Ich drücke auf Start. Los geht's. Heute schon gesungen? Ja. Mit welchem weiblichen Promi würdest du gerne mal im Aufzug stecken bleiben? Angelina Jolie. Heute schon gelogen? Ja. Wenn du in den Spiegel guckst, wen siehst du da? Mich. Weinen oder was zertrümmern? Weinen. Wie lange hält der Akku bei dir? Einen halben Tag. Wofür geht der meisten drauf? Musik. Darf man bei dir im Bett essen? Ja. Trägst du gerne High Heels? Bitte. Kurze oder lange Haare? Kurze. Welche Disney-Figur wärst du gerne? Goofy. Und das war's. Du hast exakt 11 Fragen beantwortet. Der Rekord liegt bei 11 Fragen. gibt es denn etwas, was dich an dir persönlich nervt? Ich bin manchmal wirklich zu akribisch und das ist in der Musik sehr, also nicht fördernd, sage ich mal, wenn ich zu Hause dann, keine Ahnung, irgendwelche Sachen mische. Apropos mischen, da fällt mir jetzt gerade spontan eine Überleitung für unser nächstes Spiel ein. Geil. Gerüchteküche! Herzlich willkommen in unserer Gerüchteküche. Ja, einen wunderschönen guten Tag. So. Wir haben hier etwas vorbereitet. Wir haben ja etwas vorbereitet, Vorsicht, es heißt. Ja. Wir haben hier 3 verschiedene Zutaten. Und die geben wir mal ganz professionell. Das sind meine Gerüchte, ne? Warum packst du die rein? Ja, weil ich deine Gerüchte hier mache. Okay, hallo. So. Ja. So, bist du bereit? Magst du mir das mal erklären, was jetzt genau hier passiert? Ich lese jetzt Gerüchte vor, die... So? Okay. Nee, so. Vorsicht, ist heiß. Kann man das lesen? Ja. So, die Handlung. Dann... Ich bin so gespannt. What? Was ich noch so nicht erfahren werde. Ich muss das jetzt gleich rechtfertigen, was hier draufsteht. Das ist der Ort. Und jetzt kommt die Person. Party, jetzt, Fahrstuhl. Jetzt natürlich hier deine tiefsten Geheimnisse. Okay. Oha. Also eine Party im Fahrstuhl? Mit Andreas Burani. Was ist denn da dran an dem Gerücht? Damals waren damals schwere Zeiten. Ein Gentleman genießt und schweigt, sagt man noch, oder? Ach so, ja, okay. Ich habe Angst, dass hier wirklich irgendwas dabei ist, was ich jetzt rechtfertige. Das war echt Glück, ne? Ja. Mit dem Andreas da. Okay. Oh, ich habe Merel geschrieben. Ja, die gute Angela Merel. Scheiße. Wollen wir nochmal einen neuen ziehen? Angela Merel ist natürlich bewusst. Wo haben wir uns verliebt? Auf YouTube. Das ist geil. Ja, ist eigentlich witzig. Schon nach The Voice hat sie mir dann ein paar Anfragen über Skype schon geschickt. Ja, dann entwickelte sich das halt so, dass ich mich in Angela Merel verliebt habe. Die
die berühmte Frage, was kommt denn als nächstes? Was kann da noch kommen? Naja, Gerüchte. Ich bin gerade dabei, meine nächste Single aufzunehmen, beziehungsweise sie ist schon aufgenommen, wird jetzt produziert. Ja, dann wird sie veröffentlicht und dann die Planung für eine Tour ist, dass es so Ende Sommer gemacht wird. Das heißt, einmal durch Deutschland touren, wenn das so passt. Das heißt, einmal durch Deutschland touren. Nicht huren, touren. Einmal durch Deutschland touren. Das heißt, an der zweiten Single feilst du noch ein bisschen im Studio, aber du hast schon eine erste Single rausgebracht. Jawohl. Und die lautet Bis gleich. Und diese Single spielt jetzt der Eike für uns heute hier. Ich bin kein Mann der großen Worte, da bin ich genau wie du. Ich hab dir so viel zu sagen und kann nichts mehr für dich tun. Du sagst, ich soll jetzt gehen und alles machen, was ich will. Während meine Zeit grad anfängt, steht deine einfach still. Das alles ist nicht fair, warum müssen wir uns so beeilen? Wie packe ich ein Leben in ein paar gesprochene Zeilen? Pass auf, geh leicht, flieg hoch, fall weich. Ich nehm deine Worte, meine Kraft nicht reicht. Pass auf, geh leicht, flieg hoch. Fall weich, wir sagen's wie immer, wenn es Abschied nehmen heißt. Bis gleich. Ich mach mich auf die Reise, sag mir, wo geht deine hin? Kannst du auf den Menschen stolz sein, zu dem ich geworden bin? Weißt du, was du mir bedeutest? Hab ich dir das schon gesagt, dass ich alles geben würde für noch einen guten Rat? Ich kann mir nicht vorstellen, wie es sein wird ohne dich. Ich hab solche Angst, aber die zeige ich dir nicht. Pass auf, geh leicht, flieg hoch, fall weich. Ich nehm deine Worte, weil meine Kraft nicht reicht. Pass auf, geh leicht, flieg hoch, fall weich. Wir sagen's wie immer, wenn es Abschied nehmen heißt. Oh, pass auf, geh leicht, flieg hoch, fall weich. Ich nehm deine Worte, weil meine Kraft nicht reicht. Oh, pass auf, geh leicht, flieg hoch, fall weich. Wir sagen's wie immer, wenn es Abschied nehmen. Das war's mit der zweiten Folge Unplugged. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao.